So Leute, heute wollte ich mal darüber reden, was so in nächster Zeit ansteht, was so meine Ziele in den nächsten Wochen sind. Und ja Leute, dann beginnen wir auch erstens mal. Ihr wisst ja, ich bin ja jetzt von der Klassenfahrt wieder da und dass wir dieses Wochenende wieder heftig am Stream werden sind. Dass wir heute, dieses Wochenende wieder heftig streamen werden, Leute. Und mein Ziel wirklich ist es, diesen Monat noch die 200 Abonnenten zu knacken. Ich denke mal, ich bin auch sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen werden. Weil im Moment ist ja einfach wirklich der Support von euch da und heftig. In den Livestreams vor allem Dingen. Und ja, Leute, meine Ziele auch noch in nächster Zeit ist einfach, das Plot hier vorne fertig zu bauen und heftig durchzuziehen mit Griefer Games. Euch natürlich eine geile Zeit zu bieten. Mit mir und was wir hier halt machen mit der Community, Leute. Das Plot ist ja noch lange nicht fertig. Hier wird ja gerade noch einiges von mir gebaut und von Bambus und auch von ein paar anderen Leuten, die jetzt in nächster Zeit mithelfen werden. Hier hinten kann ja die Community, hier hinten werden die aktivsten von der Community im GS hinbauen, ein modernes Haus. Hier wird auch nochmal was entstehen, Leute. Das wird auch so ähnlich sein wie das hier. Aber hier werden wir irgendwelche Gärten und sowas hinbauen. Auf jeden Fall, Leute, werde ich in den Ferien wirklich jeden Tag versuchen zu streamen. Wirklich fast jeden Tag werde ich versuchen zu streamen. Und das auch nicht kurz, Leute. Ich würde da wirklich versuchen, so jeden Tag 3 bis 4 Stunden einfach immer zu streamen. So, Leute, das war eigentlich alles, was ich jetzt mal so sagen wollte. Als kleine Ankündigung, wie es jetzt so weitergeht. Was wir jetzt so mit dem Plot machen. Und Leute, seid gespannt, was wir hier noch machen mit dem Plot. Weil das Ding ist, ich habe hier noch so viel geplant. Der obere Teil ist gerade mal 20% von dem, was ich mit dem Plot geplant habe, ja. Seid auf jeden Fall noch gespannt. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.